Haferflockenkekse mit verschiedenen Toppings. Hierfür benötigen wir eine Banane, eine Handvoll Haferflocken, etwas Kakaopulver, zum Beispiel Backkakaopulver und auch Kokosraspeln. Man kann natürlich das auch auslassen oder andere Zutaten hinzufügen, je nach Belieben. Jetzt seid ihr gefragt, was würdet ihr mit den Haferflocken und der Banane sonst noch vermischen? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es bitte in den Kommentaren. Wenn ihr mit der Gabel die ganze Banane zerdrückt habt und die weiteren Zutaten vermischt, dann achtet auf die Konsistenz, dass sie klebrig ist. Nach dem Zerdrücken und Vermischen der Zutaten formt sie bitte in einer keksförmigen Form. Und so sieht meine Kreation aus. Der linke ist ganz normal aus den Zutaten, die wir natürlich zusammen vermischt haben. Und der rechte hier ist mit verschiedenen Körnern und einem Schuss Honig verziert. Ja. Ja, und hier habe ich andere Toppings drauf. Der linke zum Beispiel mit Kokosflocken und der rechte mit rote Konfitüre, sprich Marmelade. Bei 180 Grad erhitzten Backofen bitte 13 bis 15 Minuten euch gedulden. Und so wird das Endprodukt dann ausschauen. Und je nachdem, wie lange der Keks drin ist, umso krosser wird er natürlich. Also von daher ist das wirklich eine Geschmackssache. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, wie mein kleiner Freund hier. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like da und abonniert, wenn ihr möchtet. Passt auf euch auf und guten Appetit. Ciao.